Fokus. Ja, die Zeitung hat jetzt auch Fahrräder. Spiegel hatte ja auch Fahrräder gehabt. Jetzt die Zeit hatte Fahrräder und jetzt kommt natürlich auch Fokus. Nee, was gab es zuerst? Fokus Zeitung oder Fokus Fahrräder? Gute Frage. Das muss ich mal googeln. Die einen haben aber nichts mit dem anderen zu tun. Nee, natürlich nicht. Die haben sich ja damals gestritten, Ford Focus mit der Zeitung Focus, weiß noch. Und den Namen, wirklich. Haben sie gestritten, haben sich dann geeinigt. Focus ist natürlich immer überall ein neuer, cooler Name. Ist aber nicht die billigste Marke, oder? Wir sind deutsche Hersteller, kommen aus Stuttgart. Dort werden die auch entwickelt. Sehr, sehr bekannt. Und die werden in Kloppenburg, wo quasi Pon seine Werke hat, dann auch zusammengebaut. Die werden auch in Deutschland zusammen lackiert und natürlich. Petrol. Ja, Petrol-Türkis. Petrol-Türkis. Ist er ein 23er? Ist ein 22-23er, ja. Also ein Durchläufer mit einer Fox Rhythm. Ja, 23 ja. Und 22 konnte sie es ja gar nicht liefern. Die Budget-Gabel von Fox, die gute. Die Rhythm, da kannst du nichts falsch machen. Bosch Performance Rhythm CX 36 mit 36 mm Rohrdurchmesser. Das ist quasi Industriestandard. So, die OXT Bremse mit drin, also die packt auch, die hat vier Kolben. Vorne, hinten ist quasi die beste Bremse, die Shimano hat. Danach gibt es noch die XTR, das ist die Race-Version, die dann nochmal ein bisschen zackiger greift. Mhm. Ansonsten hast du halt die beste Bremse hier verbaut, vorne Gabel her, Fox, hinten den Float mit dem Überlaufbehälter, hast du auch ordentlich Reserven, 150 mm Federweg vorne, hinten. Du hast das Fold-System, das ist ein geschwungener Lenker. Das nennt sich auch Focus Optimized Linkage Design. Der Dämpfer ist quasi schwebend. Das führt dazu, dass mein Dämpfer nicht durchschlägt bei heftigen Stößen, aber auch butterweich quasi die kleinen Stoßen wegfedert. Kann ich den ein bisschen blockieren? Du kannst es fester stellen, aber 100% blockieren wie vorher gibt es nicht, brauchst du auch nicht, weil durch den Motor du quasi die Energie, die du verlierst, wieder gut machen kannst. Was ist noch vom Motor? Shimano drin? Shimano EP8? 85 Newtonmeter, 700 Wattstunden Akku. Wow. Ja. Wow, 700 Wattstunden. Bei Shimano geht jetzt? Bei Shimano hat es eher vorgestellt wie Bosch, aber es gab da auch Lieferschwierigkeiten. Und jetzt 700? 700, ja. Okay, also Reichweite 100 Kilometer im Eco? Ohne Problem. Ach, mehr. Ja. 150, 160 für zu schaffen. So, und da ist die Ohre XT. Da sieht man auch sehr schön die Sättel. Die haben auch jetzt so Kühlrippen. Das sind die iStack-Bremsbelege. Belege, die Wärme auch quasi dann raustragen. Warum? Weil wenn man bremst, wird der Sockel natürlich auch heiß und diese Energie wird durch die Flüssigkeit, die natürlich auch hier in den Kolben ist, weitergegeben. Und wenn eine Bremsflüssigkeit heißer wird und das ganze System heißer wird, sinkt die Bremskraft. Mhm. Und je schneller ich die Energie oder beziehungsweise die Wärme herausgebe, desto mehr Bremskraft habe ich. Ja, du kennst dich gut damit aus. Hast du was zu tun mit Fahrrädern? Ab und zu mal, ja. So, das Thema Fahrradhandel bedeutet aber, dass du bei diesen Modellen, da gibt's, ich meine, es geht ja um Nuancen, die hier anders sind. Ob du jetzt hier zum Beispiel Race Face Laufradsatz drin hast, interessiert wahrscheinlich den Normalkunden nicht. Aber viele das wollen, aber hier sind wirklich feine Sachen drin für den Preis. Wir haben einen Preis von 6.500 für 700 Wattstunden Fox und XD, Full XD ist es wirklich top. Also die Leute müssen auch überlegen, wir bestellen jetzt für 2024. Wir haben jetzt so ein Preview bei manchen Herstellern, wie viel die Räder 24, 25 kosten werden. Wir haben bei einem Hersteller sogar für 26 eine Forecast gemacht. Diese Klasse an Räder wird es wirklich in 2 Jahren nicht mehr geben, weil alles extrem teurer wird. Also für 6, 5 Full XD Fox wird es nicht mehr geben. So, hier vorne siehst du sehr schön, wie die ganzen Kabel und Schläuche laufen. Das ist ja auch von Focus quasi entwickelt worden, der Vorbau. Das ist halt sehr clean, geht direkt in den Vorbau rein und dann in den Rahmen. Das führt dazu, dass dein Cockpit halt auch sehr clean ist. Ist das nicht zu eng, der Durchmesser von der Biegung? Nee, das macht nichts. Da geht alles rein. So. Das Plastik wird dann, kann man auch wegmachen. Später. So, Fox 36. Klär mich mal auf Rhythm. Was ist das für eine Gabel bei Fox? Das ist so der Einstieg bei denen im Profibereich. Dann haben wir die Performance und dann haben wir die Kashima quasi, beziehungsweise Factory.
Guck mal hier, EP8. Ich bin das erste Mal in EP8 gefahren. Er ist nicht ganz so brachial, also vom Ansprechen her, wie der CX im Turbo-Modus. Doch, das sind verschiedene Dings. Also auch 85 Newtonmeter. Der unterstützt genauso wie der CX. Aber ich fand ihn ein bisschen weicher. Gut, du kannst auch die Software ändern, ja. Die haben auch verschiedene Kurven. Ob die ersten 10 Kilometer mehr Gas geben oder die der Motor unterstützt bis 24 km/h. Es kann sein, dass der Hersteller kommt und sagt, die ersten 5 Kilometer gibst du Vollgas und dann gehst du wieder runter, und es gibt Hersteller, die dann sagen, das soll linear verlaufen. Du kannst die Kurve aber auch ändern in der App. Du kannst das Ganze mit deinem Handy verbinden, 2 individuelle Modis kannst du dann einstellen in der App, und dann kannst du sagen, hier, weißt du was, die ersten 15, also bis ich 15 km/h erreicht habe, gibst du Vollgas und dann gehst du mit der Kurve ein bisschen flacher. Hier kann ich quasi laden, ist magnetisch. Oh, sag mal, habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist so cool, das hängt direkt unten dran am Akku. Genau. Ist schön gemacht. Und die Abdeckung ist dann da, also Charge hier, steht da extra drauf. Ja. XT? XT, 12-fach. Ist echt fein, also für das Geld, ja klar, jetzt sagen Leute wieder, 6,4 ist schon, oder 6,5, eine Menge Geld, aber du sagst es... Für die Komponenten ist es wirklich... gerechtfertigt, und in 1-2 Jahren, es kommt ja nichts Neues nächstes Jahr auf den Markt. Es kommt ein Performance SX auf den Markt. Darf ich zwar ein bisschen verraten, es wird ein Leitmotor von Bosch sein, und dann 25 kommt ein neuer CX auf den Markt mit dem 95 Newtonmeter. Ansonsten wird ja alles gleich sein. Es werden kleine Verbesserungen immer kommen, Facelifts etc. Von daher, die Preiserhöhung, die wir jetzt für 24, 25, 26 haben, ist enorm. Die Preisklasse an Fahrrädern wird es leider mit der Ausstattung nicht mehr geben. So, wir sind bei Switchbike Bornemann. Du hast noch viel mehr Fokusräder im Portfolio, ja, wir haben auch ohne Motor. Ja klar, wir haben die komplette Produktpalette vom Fokus. Jedes Rad könnt ihr bei uns anrufen, fragen, ob das Fahrrad da ist, und dann könnt ihr gerne vorbeikommen und das Fahrrad dann mitnehmen. Du bist der King of Lieferbarkeit, so kann man sagen, denn du hast dir die ganze... Wo alle keine Räder haben, haben wir Räder. Wo alle keine Räder haben. Was sind so Reaktionen von Leuten, die hierher kommen und sagen, mein Gott, das Rad, das habe ich nirgendwo gefunden, außer bei euch. Ja, und ich dachte, es gibt keine Räder. Ihr habt ja alles geordert. Nee, also es gibt Fahrradhändler, die durch das ganze Jahr lieferbar waren, weil die halt gut bestellt hatten und gut geplant hatten. Wir gehören Gott sei Dank dazu. Wir konnten gut planen. Wir konnten die Nachfrage befriedigen. Hat ja was mit Geld zu tun. Also wenn du jetzt hier 500 Räder orderst oder 1.000 oder 2.000, dann musst du ja irgendwann mal bezahlen. Hat in erster Linie mit guter Beziehung zu Herstellern zu tun. Also wenn du aber Geldliquidität brauchst du ja auch. Brauchst du mit der Zeit auch, aber gut, jedes Rad hättest du verkaufen können, das Fahrradhändler, aber du brauchst halt auch gute Beziehungen zu Herstellern, und du musst auch offen kommunizieren. Wir haben halt mit jedem Hersteller offen kommuniziert, und die haben auch mit uns offen kommuniziert. Wir wussten schon 2019, 2020, wie der Markt sich in den nächsten Jahren quasi, was Lieferkette angeht. Gaskugel, oder wie hast du es gemacht? Nö, aber du weißt ja ganz genau, der Hersteller sagt dir, ich kann nächstes Jahr nicht liefern, ihr müsst jetzt bestellen, das haben wir dann auch wahrgenommen. Das könnte ja auch einfach nur... Viele haben gesagt, ach, es wird wieder Räder geben, aber es hat lange gedauert. Es könnte ja auch nur Show sein, die haben das nur gemacht, damit du viel orderst. Nö, also du siehst es ja auch in China, jetzt ist wieder alles dicht, 2025, 2026 ist wieder alles vorbei. Also in Guangzhou haben wir jetzt wieder einen Lockdown, da hat zum Beispiel ein Hersteller wie Focus schon gesagt, nächstes Jahr 24 können wir weniger Räder produzieren, deswegen. So, Fokus, da ist es, das Jam. Lass mal kurz mal gucken. Boah, wie kreativ wir auch sein müssen, das wie bei der Autobranche. Jam 7.9 grün heißt es hier, L45. Das ist die Rahmengröße? L. Hast du gerade vorgelesen? Ja, du. Ich kann ja auch nicht mehr wie ablesen. Das Ganze mit toller Ausstattung bei Switchbike, Bornemann in Gießen. Das ist das 6.9er, 6.8er haben wir auch da. Die Tron-Reihe haben wir da. Einfach anrufen, vorbeikommen, und dann könnt ihr das Fahrrad auch mitnehmen. Danke fürs Einschalten. Switchbike.de, 2023 werdet ihr 100 Jahre alt. Donnerstags haben sie geschlossen. Ansonsten Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag 10 bis 18 Uhr und samstags 10 bis 16 Uhr. Tschüss. Ciao.